Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Ein guter Mensch, eine neue Serie, die vor 2 Jahren schon in der Türkei lief, jetzt bei Magenta TV und jetzt auch auf DVD und Blu-ray rauskam. Und man muss sagen, es ist eine Krimiserie, die wirklich sehr interessant geworden ist. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Aga. Der ist schon etwas in die Jahre gekommen, seine Frau ist gestorben und als er dann noch die Diagnose bekommt, dass er unter Alzheimer leidet und die Krankheit sich natürlich Stück für Stück immer weiter verschlimmert, trifft er eine Entscheidung, denn er möchte verschiedene Morde begehen. Und warum, wieso und weshalb, will ich gar nicht verraten. Am Ende gibt das alles Sinn und man erfährt so Stück für Stück immer mehr, was die Beweggründe sind. Und ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch einen zweiten Handlungsstrang, nämlich den der Polizei, wo es eben darum geht, dass die Ermittler versuchen, das rauszufinden. Und da steht im Mittelpunkt Nevra, eine junge Polizistin und auch die einzige, die es im Morddezernat dort irgendwie gibt. Und sie ist auch unter ganz vielen ausgewählt worden und sie muss sich natürlich vielen Anfeindungen entgegenstellen und auch den Mörder finden. Dementsprechend haben wir diese 2 Handlungsstränge, aber es gibt noch viele weitere Figuren, die auch bis ins Detail auserzählt werden, dass jeder seine Backstory bekommt und keiner irgendwie nur als Komparse wirkt oder als Nebenfigur, die einfach nicht wichtig ist. Jeder trägt etwas zur Geschichte bei und das ist toll zu sehen und hat mir echt Spaß gemacht. Und insgesamt ist das von der Geschichte her spannend. Am Anfang tröpfelt es so langsam vor sich hin, dass man wenig Dialoge hat und man denkt, jetzt ist das Tempo sehr langsam, aber dann immer mehr zieht das Tempo an. Es wird natürlich viel geredet, aber das Gute ist daran, es ist auch Wichtiges. Also es geht wirklich darum, in 90% der Fälle die Geschichte weiterzuführen, mehr Hintergrundinformationen zu bekommen und dementsprechend wird es da nicht langweilig. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist der Cast wirklich sehr, sehr gut. Die liefern richtig gut ab, die deutsche Synchro ist ebenfalls hervorragend, da kann man nicht meckern, das ist echt toll geworden. Und der Hauptdarsteller, nämlich Haluk Belginir, hat auch den Emmy, den internationalen Emmy Award, für seine Rolle bekommen oder für sein Schauspiel. Also der Cast ist wirklich toll, da kann man echt nicht meckern. Und insgesamt ist das auch optisch hochwertig umgesetzt. Klar, in manchen Details kommt man dann schon sehr in die Richtung Fernsehen, aber an anderen Stellen ist das wirklich toll. Vor allem was die musikalische Untermalung angeht, ist das durchgehend treibend, schön. Also es macht richtig Spaß zuzugucken. Das ist super hochwertig produziert. Dementsprechend komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, die Serie macht Spaß. Man muss sich natürlich auf Krimi oder Krimi-Geschichten einlassen, dann funktioniert das auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil sie auf die ganze Laufzeit am Anfang etwas träge ist, aber nach und nach immer spannender, interessanter wird. Man will genau wissen, was mit den Figuren passiert, wer kommt wie, hinter welches Geheimnis, was wird neu aufgedeckt. Also da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Dementsprechend empfehlungstechnisch kann ich sagen, weil es natürlich genremäßig ist und nicht alles, aber trotzdem eine der besten Serien in dem Genre ist, 4 von 5 Punkten, wirklich sehr, sehr gut. An manchen kleinen Stellschrauben kann man vielleicht noch drehen, aber insgesamt ist das wirklich sehr gut geworden. Da kann man definitiv nicht meckern und ja, jetzt für die Tage auf jeden Fall eine Empfehlung. Jeder, der ansatzweise Bock hat, kann sich das auf jeden Fall anschauen, entweder bei Magenta oder halt jetzt auf DVD und Blu-ray. Ja, oder im Stream, kann man klar empfehlen. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!